Und es gibt... Oh. Level 4 Spellslots. Einen. Ich habe nur ein Klassenmerkmal bekommen. Mal sehen, was gibt es denn an... Oh. Das ist praktisch. Wenn ich auf Flächeneffekten stehe, kann ich werden, wo ich normalerweise einen Rettungswurf machen könnte, ob ich nur Half Damage kriege, kriege ich automatisch nur Half Damage und den Rettungswurf kann ich dazu nutzen, ob ich gar keinen Damage kriege. Das ist praktisch. Könnte Banish mitnehmen. Perish. Banish the Unholy. Also Elemental, Fiends und Celestials kann ich damit, wenn sie ihren Save verkacken, instant killen. Oder, was gibt es sonst noch so zur Auswahl? Chain Lightning? Das fünf. Ich habe Freedom of Movement, Death Ward und Guardian of Faith könnte ich noch mitnehmen. Guardian of Faith klingt sexy. Beschwören eine riesige spektrale Kreatur, die sich nähernden Feinden Schaden zufügt. Das klingt praktisch für einen Bossfight. Die macht 20 Radiant Schaden und hat einen Dex-Save für halben Schaden. War gut. Und der Spell hält 8 Stunden. Ja, gut. Also damit kann ich eine Tür zumachen. Wobei ich sagen muss, ich nehme Banishment mal mit. Weil wir wieder auf Elementare stoßen. Ja. Das denke ich sehr cool. Maugrim trifft schwere Entscheidungen. Maugrim ist braindead. Gone. Erstmal benachrichtigen. Oh, aber
Kekschen hat ein paar Erfolge auf die Herstellung bekommen. Oh, vielleicht habe ich ja das Schwert endlich fertig. Ich muss gleich gucken, wenn wir gucken können. Warte mal, ich kann jetzt... Nee, jetzt kann ich noch nicht. Das ist doch mal eine Schlagzeile. 500 Pfund Bär stiehlt regelmäßig Süßigkeiten von der Tankstelle. Ja gut, was willst du denn dagegen machen? Rausscheuchen? Ladenverbot erteilen? Könnte schwierig werden, ja. Kannst ja mit Teddybären auf ihn werfen. Die Frage ist, wo ist das passiert? Sounds like something in Alaska or so. Weil USA finde ich unglaubwürdig, weil da wäre der Bär doch sofort im Kugelhagel draufgegangen. Ja, deswegen, irgendwie Alaska oder Russia vielleicht. Oh, sorry. Alles gut. Das Abendessen brauchte Aufmerksamkeit. Aha. Also ein zweites Mal. Wie? Na. Ach so. Ja, alles gut, braucht keine Ausführung. Kurz mal ins Weiße Haus telefoniert. Alter, ist das geil. Ich hab die entsperrtes Klassenmerkmal, Rückschritt. Ich kann halt eine Bonus mit einer Bonusaktion mich ein Feld nach hinten bewegen, um den Malus für Feind im Nahkampf auszuschalten. Ja. So gut. Ja, der ist super. Ich darf wieder einen Zauber vergessen. Warte mal, das ist eine gute Idee. Dann kann ich jetzt ja. Da kommst du heute mittlerweile 73 HP. Yes. Ja, Maugrim hat 67. Ja, fuck. Tja, was soll ich mit meinen 52 da sagen? Ich hab mal gerade 59. Ja, aber hier ist ja auch das Ziel, dass ich mich nicht treffen lasse. Das Witzige ist, Maugrim hat auch eine höhere Rüstung als ich. Ich weiß nicht mal warum. Meine Rüstung ist besser. Ja, und, ah, ja, du hast Mittelschwere. Dann ist dein... Warte mal, nee, warum hast du mit einer Mittelschweren mehr Rüstung als ich? Warte mal, ich nehme mal das noch mit. Weil du eine bessere Mittelschwere hast dann, ja. Ja, das meinte ich. Was ist das? Was habe ich jetzt getan? LOL! Okay, ich brauche keinen unendlichen Köcher. Ah. Ich habe die Fähigkeit Verwerter. Ich drücke einfach auf den Knopf bei einer langen Rast und krieg automatisch 20 Pfeile. Ah, nice. Ohne was zu brauchen. Ja, wir haben die gleiche RK. Also 8 Stunden noch für Schwert. Weil du kriegst quasi dein Standard-Plattenpanzer plus 1 hat 15 plus die 2 Geschicklichkeit, weil mehr kriegst du ja auch nicht. Ja. Und damit kommst du auf 17. Und dann haben wir noch einmal den von Kampster, den Herold der Schlacht. Und ich habe halt eben die leichte Rüstung und krieg aber den vollen Geschicklichkeitsbonus von plus 5. Deswegen komme ich auch auf 18 jetzt. Cookie muss ein bisschen aufpassen, hat 16, dann kam es aber 20. Gut, nice. Bin ready. Hab alles parat. Weißt du, was ich gleich mal mach? Hm? Hier stehen bleiben. Oh, jetzt rennen sie alle wieder weg. Super. Ja, ich weiß, was du machen wollt. Jetzt rennt die nächste weg. Was soll denn das? Natura abbio viribe. Oh. Muss ich zwar erstmal Konzentration halten, aber vielleicht hält es uns ja wenigstens ein. Ja, so. Gut, das müssen wir eh hier. Wenn wir da oben irgendwo bis nachts rasten? Godrest? Weiß ich nicht. Ne, findet einen Weg in den Turm, heißt es nur noch. Ja, aber beim letzten Mal gab es eine Bank dafür. So, was muss man hier aktivieren, damit das so aussieht? Wie wär's mit dieser Bank? Ah, die konnte ich gar nicht anwählen. It doesn't do anything. Ja. What? Yes. So, jetzt nachts. Ja, welches Symbol? Links müssen wir das Symbol herstellen, rechts das? Okay. Also nicht einfach alle aktivieren? Ja.
Nee? Doch. Ja, wir waren noch nicht fertig. Oh, hi! Oh, jawohl! So fast. The feast is just starting. And you will make a nice main dish. I don't think so. Die Unterernährten sind da. Mhm. Ganz so gut, dass die so weit vorne ist. Warum müssen die sich immer nach vorne drängeln? Was soll denn die Kacke? Ah, das ist gut. Moment. Irgendwo ist er noch Fleischbrüt. Ach, hinter uns. Oh. Wir werden... Oh, das ist gar nicht mal so wenig. Dann würde ich mal sagen, Testudo! Könntest du den vor uns einen Feuerball an den Kopf knallen gleich? Wir stehen echt dicht. Ich sehe gerade den Feuerball. Wir stehen echt dicht. Ja, aber du könntest die Kitalea ja wegbewegen. Ja, da ist jetzt niemand mehr Nahkampfreichweite. Ja. Dann ist die Fleischbrut hinter uns dran und dann könnt ihr Kampfsau gegen das Tor ballern. Testudo! Ich kann ja gegen das Tor ballern mit. Ich habe ja auch einen Feuerball. Ach so, ja, kannst du auch machen. Aber Hauptsache, du bewegst sie erstmal ein Stück weg. Könnt auch zwei. Doch einfach mal weh. Stimmt, ihr könnt ja auch einfach zwei Feuerbälle da reinhauen. Warte mal. Ich kann ja auch einfach das casten, dann bin ich sicher, dass es uns nicht trifft. Okay. Und ich wollte eh gucken, wie der aussieht. Eissturm? Cool. Okay, wenn du jetzt in einen Eissturm Feuerball hältst. Ach, der ist dran. Weil die Viecher haben echt viel Leben. Licht wäre geil. Oh ist ja. Ist Nacht. Ja, gute Frage. Ja. Also, wenn du Feuerball oder Licht nur machen kannst, dann mach den Feuerball, weil noch haben die sich nicht bewegt. Mach den Feuerball und cast ihn ab auf Level 4. Oh Gott. Es müsste eigentlich gehen, ja. Meinst du, das Tor ist jetzt offen? 9W6. Alter. Das ist aber weniger als vorhin. Ja, scheiße gewürfelt. Ach ja, Feuerball ist so ein geiler Zauber. Reise ich einfach dann auf meinen zweiten Angriff und mach uns Licht? Possible? Ja. Zumindest bis Kampf sowas machen kann. I am unbeatable. Oh, jetzt übertreib nicht. Weißt doch, Hochmut und so. Ja, Cookie kann hier magische Geschosse verteilen. Das hat die auch gerade schon anvisiert. Kriegt er den zweiten? Ah, erstmal eine Runde verteilt. Mann! Gib mir um Geist. Ich finde dich niedlich. Danke. Ich meine, ich könnte auch für Licht sorgen und gleichzeitig auch angreifen mit der Flaming Sphere. Ich wollte gerade sagen, die Sphere, ne? Hier ist ja auch noch. Wir sind als nächstes na komm, finishen wir erstmal ihn. Haben wir aber nicht mehr so viel und vor allen Dingen alles, was da hinten ist, kriegt ja noch den Eissturm ab, der hält ja. Ja. Da. Und der 16 reicht, der ist tot. Jo. Moment. Lol, die Fleischbrut da hinten rechts habe ich komplett ignoriert. Oh! Ja, haben wir alle. Welche? Die da. Oh, ja, Tatsache. Die habe ich nicht erwischt.
doch ruhig ins Leben. Ja, die haben so viel Leben, ne? Ey. Victory is yours! Ich glaube, kannst du mit auf die Fleischbrotzeug gehen. Ja. Try again! Nice. Säure bleibt. Oh, wollt ihr euch wirklich so durch da hinten zusammenstellen? Ich weiß, was da jetzt kommt. Ich sehe auch kommen, dass wir gleich nochmal eine Long Rest machen, einfach nur für unsere High-Levels alle wieder zurückzukriegen. Ja, bevor wir da reingehen. Why not? Wir haben genug Ressourcen. Oh, nice. 24, 24, 12. Ja, Snow kann den Boy da finishen. Genau, no, ich muss dich leider killen. Sonst darf ich mich nämlich nicht bewegen. Ja, El Boyo. Dann sagen wir hier mal für die Disadvantage. Bei Light. Reicht sogar aus, alle sind im Licht. Ja, die letzte ist nur im Halblicht, aber die anderen sind gleißend. Ja, ja. Halb belichtet. Unterbelichtet. Alter, ich hab die Blutbrute hinten schon wieder voll ignoriert, weil sie sich hinten dran gestellt hat. So, da hinter den Dingern, ja. Genau die! Auch noch da. Ja, bitte nochmal so schlecht würfeln. Danke. Ein blödes Stück. El Bastardo. Sag mal, kann ich von da aus auch? Ja, perfekt. Also erstmal machen wir den. Oder dahin. Nö, dahin passt mir besser. Das war mein Rückschritt. Sogar zurückziehen. Wem ist eigentlich. Achso, nee, okay. What the fuck? Was denn? Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du es dass es als Vision Light zählt. Leben noch unsere drei Fettklops mit 93 Life, ey. Sag mal, warte mal da. Dann zoom. Okay, die Dinger zählen echt nicht als Deckung. Das ist ja nervig. Sehr gut. Noch besser. Are you okay? Wow. Ah. So, jetzt nicht nett.
Das ist wieder ausgelaugt. Ja. Alter. Ja, die kann das auch. Der hat aber nicht ganz so viel Schaden gemacht. Nee, ein normaler Feuerball. Also hat kein Bonus-Damage. Nicht. Echt nicht. Seh schon kommen, was jetzt kommt. Hast du noch einen Spellslot? Ich hab noch Spellslots. Er hat das Spellslots. Oh Gott, das will. Firewall! Endlich mal ein großes offenes Feld. Erstmal Firewalls. Oh, warte mal. Der ist down. Ignorieren. Und ran da. Ja, also den können wir ignorieren. Er ist tot. Wenn ich nicht mehr nehmen kann, soll ich wenigstens den einen Angriff noch mal meinen hinterhältig krieg. Ja, okay, nee, noch nicht. Next time. Oh, ich hab was gesagt. Wie viel HP habe ich? Weißt du was? Als Fackelträger. Eine ist nicht mehr im Licht. Jetzt ist er wieder. Alle nicht. Dann auf die, die noch Leben haben. Da unten auf die. Den einen kriege ich nicht. Den könnte ich finishen. Ne, oben den brauchst du nichts draufhauen, der stirbt sowieso. Kannst du auch einen Stück bewegen. In der Ecke krieg ich nicht. Dann beweg dich doch dahin. Ja, Bewegung. So ein Dämonenpakt hat durchaus Vorteile. Was denn? Geh nicht über los, zieh keine 2000 ein. Von einer Ecke in die nächste. Nice shot. Sehr gut. Die haben hier schön sich ein Ambush geplant, haben sich gedacht, oh, einfache Beute. Und dann Röms. Vor allem stell mal vor, du bist irgend so ein random Abenteurer, der hier in der Nähe im Wald sein Lager aufgeschlagen hat. Auf einmal hörst du die ganze Zeit Artilleriefeuer. Kriegst du halt auch, okay? Haubitzen, Männer. Dann hörst du so leise in der Distanz das Artilleriefeuer prasseln. Das sind doch Dinge, zu denen man gerne einschläft. Ja. So, lange Rast, bevor wir reingehen. Ja. Kommen wir da überhaupt rein? Egal, Probleme, die mich jetzt nicht scheren. Ja, die Tür müsste jetzt, glaube ich. Kix? Ja, Kix kommt. Ich bin aber nur ganz knapp überladen. Knapp ist ein knapp. Drei Gewicht zu viel. Dann schmeiß mir was rüber. Baukram ist genauso knapp. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Platz. Ich könnte mir auch was schmeißen. Ich habe genau 0,9 frei. Der Keks ist auf Belastung keine, also ich kann durchaus ein bisschen was nehmen. Kommt drauf an, wie weit du hast. Du verträgst 10 Gewicht. Der einfache Dolch braucht eh keinen Mensch. Stick mal wegschmeißen. Ah, das kann sein. Pfeile bleiben auf jeden Fall noch da. Das bleibt auf jeden Fall da.
2 kann ich noch verteilen. Gewicht 4. Hier präparier, deswegen holen wir den mit. Das noch an Keks und uns ist keiner überladen und wir haben alle noch Platz. Sehr schön. Und Long West. Ja, kann wieder Pfeile herstellen. Ja. Wo auch immer ich die herhole, ey. Ach shit, ich hab die Fackel ausgerüstet gehabt, da jetzt ist sie weg. Macht nix. Hast noch eh, hast du eh. Ich hab noch Reservefackeln. So, auf zur Tür. Jetzt noch offen, weil eigentlich ist ja nicht mehr Mondschein. Auf zum Atem. Kann gut sein, dass wir jetzt auf der Bank wieder warten müssen. Ja, die ja müssen wir. Weg, oder? Ja, müssen wir wirklich. Dann geht der Kampf wieder von vorne los. Ja gut, aber wir haben gerade 20% von dem Level gemacht, ne? Ja. Also es gab gut EP, der Kampf. Ja, man kommt wirklich nicht rein. Muss die Bank wieder benutzen. Belastend. So, wir müssen auch die Dinger neu. Look, it works. Warte. Enar, Evo, Skio. Ich war's nicht. Wollte nur Licht machen. Das war doch bestimmt ein höherer Vampir, der sich jetzt mit uns hier reinbewegt hat. So, was bist du hier? Ein Schänder. Ja, ist halt ein Vampir. Oh, fuck off, Teen Solaeus, the Imperial Palace of Cyothernus. This is huge. This is Iradir Fairmind, the Justicar, as he presents the first codex of Imperial law to the court. Bemerkenswerte Armbrustbolzen, 20 Pfeile, 10 Fackeln. Uraltes Manifest für die Antiquare. Sehr gut. Und Turm der Erkenntnis. Das kommunistische Manifest? Ja. So, dann rein da, wa? Die rein da, denn sie will, ja. Ein magischer Fahrstuhl. Aber wenn man überlegt, dass diese Aksha nur 2 Leute beschworen hatte und die jetzt wie viele hier hatte? Ja, die beschworen nicht nochmal so viele. Das wäre ein bisschen echt sauhart. Nein, aber ich meine, müsste das nicht für ihre Kraft sprechen, dass sie so viele Leute unter sich... was? Links oder rechts? Wo sind wir jetzt schon wieder? Erstmal, Adam, da sind mehr Leute. Mehr Leute verspricht mehr Spaß. Warum leuchten die Kugeln rot? Eine Harfe. Hier ist ein großes Tor. This harp, look at this wood, the patina. It hasn't aged a day, seems out of time. Ich glaube, das Ding ist gesperrt. What other wonders does this place contain? The history of the Elven Wars by the first Lawmaster of the Arcanaeum. Die Tür hat kein sichtbares Schloss. Okay, immer, ja, da stehen auch Wachen vor. Gut, dass ich schon wieder versucht habe, das Tor aufzumachen. Das hat immer noch kein sichtbares Schloss. Laboratorium. Zutritt strengstens verboten. It's interesting for me. Salon. Library. Let's stay on guard. Ich schleich nicht mehr. Crafting manual. Crafting man. Okay, ja, hier sind viele Crafting-Manuals.
Parierter Krummsäbel. There's no path to destination. Breitkolben. Keks. Ja, hört. Deine Person wird gefragt. Okay. Ich kann auch springen, wenn das hilft. Jede Rüstung ist Flammen. Did you hear that? Also kommst du von da oben darüber? Nee, das schaffe ich nicht. Also okay. Da müssen wir fliegen. Ja. Ja, mach mal Kampf so fliegend. Jo, touch mich, okay. Touch mich mal. Touch mal, tralala. Touch mit. Mein Ding, Ding, Dong. Keks hier, der mit dem Leuchteschwert. Yes. I will do. Ich hab mal schon mal ein paar Sachen gelernt, die ich gefunden habe hier. Hier hinten ist eine lange Brücke, die im Nichts endet. Warte mal. Ruhig. Scroll of Revivify, Scroll of Race Dead. Na, alles gelootet? Also da, wo ich rankam, ja. Wenn mal über die Brücke gehen, könnte sein, dass ihr was startet. Spectacular place, isn't it? Ist noch eine Tür? Drache.